Hallo zusammen zu einer neuen Folge der PS-Tipps. Heute sind wir mal wieder in der Werkstatt. Wir möchten euch heute zeigen, worauf man beim Ein- und Ausbau der Kupplung achten muss, was es für Anbaukomponenten gibt und für Besonderheiten. Sonst geh du doch schon mal nach unten. Ich muss sowieso noch ein bisschen Werkzeug holen. So. Moin Ruben, komm mal her. So, guck mal. Wir haben schon mal was vorbereitet. Wir haben das Getriebe schon mal vom Motor getrennt. Wie ihr sehen könnt, haben wir es natürlich auch gesichert. Aber wir gucken uns das Getriebe später erst an, sondern jetzt geht es erstmal um die Kupplung. So, hier sehen wir einmal die eingebaute Kupplung. Hier vorne haben wir die Druckplatte, dahinter ist die Mitnehmerscheibe. Das sehen wir aber gleich im ausgebauten Zustand, kann man die besser erkennen. Die Druckplatte ist wie folgt verschraubt. Hier an der Seite haben wir 3 Schrauben. Auf der anderen Seite ebenfalls 3, sowie oben und unten. Die müssen wir gleich lösen, aber ölig ist es auch. Da gucken wir gleich mal, wo das herkommt. Zum Aufbau zurück. Wichtig ist bei den Schrauben, dass sie über Kreuz gelöst werden. Hier innen drinnen, das sind die Tellerfedern, damit die gleichmäßig sich entspannen und kein Druck oder beziehungsweise nicht nur auf einer Seite Druck ist. Wir bauen jetzt mal den Fix aus. Lars, hast du schon Werkzeug geholt? Habe ich hier. Ja, super. Hier haben wir die ausgebaute Kupplung. Kannst du mal ein bisschen näher kommen. Wir haben hier einmal die Tellerfedern, wie schon angesprochen. Da können wir jetzt erstmal darauf achten, ob hier Einarbeitungen sind. Hier sieht das noch relativ gut aus. Klar sind da ein bisschen Abdrücke, aber die sehen noch gut aus. Teilweise ist es wirklich eingearbeitet. Dann gucken wir einmal, wie das Tragbild aussieht. Das heißt, wir drehen die einmal um und gucken hier, das ist die Auflagefläche für die Mitnehmerscheibe. Die sieht hier relativ gut aus. Die hat noch nicht ganz so viel getan. Hier haben wir noch einmal Federn, die zur Vorspannung notwendig sind. Die Funktionsweise ist so, dass ein Zentralausrücker in diesem Fall hier drauf drückt und sozusagen so die Druckplatte mit der Scheibe und Schwungrad voneinander trennt, sodass man dann einen Schaltvorgang durchführen kann, da der Kraftschluss dann unterbrochen ist. Hier haben wir einmal die Mitnehmerscheibe, die zwischen der Druckplatte und dem Schwungrad läuft. Das Schwungrad zeigt Kevin euch unten gleich nochmal. Hier haben wir einen Vordämpfer, der kann nicht ganz so viel Kraft aufnehmen. Aber hier seht ihr schon die Torsionsdämpfer. Die haben schon eine wirklich große Kraft aufzunehmen, weil die Motorschwingung, ausgeschlagene Lager etc. die Schwingung aufnehmen können, sodass man auch einen sanften Schaltvorgang durchführen kann oder eine sanfte Trennung von Motor zum Getriebe. Hier können wir sehen, dass wir hier an der Außenseite das Tragbild nicht optimal ist, das heißt hier an der Innenseite auch nicht. Aber da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das kann auch mal normal sein, dass es ganz am Anfang außen nicht komplett trägt, dass es dann erst nach ein paar Kilometern die Tragfähigkeit auf der kompletten Fläche gegeben ist. Aber kommt natürlich auch an auf das Schwungrad, wie das aussieht. Genau, und das zeigt euch Kevin jetzt mal. Wir schauen uns mal das Schwungrad genauer an. Hier kann man schon erkennen, hier ist eine leichte bläuliche Verfärbung. Das weist auf eine thermische Überlastung hin. Das heißt dann, dass die Reib- und Materialeigenschaften sich schon verändert haben, weil das zu heiß geworden ist. Hier kann man noch erkennen, also das mit dem Öl, das kommt von weiter hinten, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall, hier kann man das mal sehen beim Pilotlager, so, da sieht man, ist Fett ausgetreten, das heißt, das machen wir auf jeden Fall auch neu. Beim Schwungrad kann man nochmal rübergehen, wenn wir hier nochmal gucken, hier sind auch leichte Riefen drin, das merkt man. Das machen wir ebenfalls neu, das Pilotlager auch. Beim Losnehmen, die Schrauben können wir jetzt gleich mit dem Schlagschrauber losnehmen. Ganz wichtig ist bei den Schrauben beim Einbau, beziehungsweise bei den Schrauben, da müsst ihr darauf achten, dass die nach Herstellervorgaben müssen, welche erneuert werden, aber manche dürfen auch wiederverwendet werden. Da müsst ihr wirklich nach den Herstellervorgaben gehen, ob die noch maßlich in Ordnung sind oder ihr neue nehmen müsst. Wir schrauben das mal los und dann schauen wir uns das mal genau an und gucken uns auch an, wo das Öl herkommt.
Wir schauen uns mal eben die Anbaukomponenten an. Hier vorne haben wir das Ritzel vom Starter. Das sieht gut aus, so wie die Verschraube vom Kurbelgehäuse. Da hat Aurex gearbeitet. Hier haben wir den Wellendichtring. Hier kann man schon erkennen, der ist leicht ölig. Wir machen den auf jeden Fall neu. Wir haben alles auseinandergebaut, daher machen wir alles neu hier. Das Öl kommt von oben weiter, vom Motor. Das heißt, das ist eine andere Baustelle. Wir kümmern uns hier heute nur um die Kupplung. Das heißt, wir machen jetzt hier alles sauber und dann zeigen wir euch den Einbau. Ja, ich bin ja nicht so groß wie Lars, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern weiterhin die Kupplung. Wir haben hier vorne einmal die Druckplatte, dann haben wir hier die neue Mitnehmerscheibe, sowie das neue Schwungrad. Das einzelne Pilotlager liegt noch das vorne, das setzen wir gleich noch ein. Dann haben wir hier die neuen Befestigungsbolzen für Schwungrad und neue Schrauben für die Druckplatte. Hier haben wir den neuen Wellendichtring, den baue ich schon mal ein. Ich mache mal weiter. Ich glaube, Kevin hat es nicht erwähnt, dass wir das Zahnrad auch einzeln haben. Das haben wir auf jeden Fall auch einzeln im Programm für die Schwungräder. Wir haben aber auch verschiedenste andere Varianten von den Kupplungssätzen. Es gibt nicht nur die gedrückten Kupplungen wie hier, es gibt gezogene Kupplungen, es gibt dann noch Doppelscheibenkupplungen und es gibt hier auch noch von den Schwungrädern zwei Massenschwungräder, die dafür da sind, höhere Motorschwünge etc. aufzunehmen und ein sanfteres Kuppeln zu gewährleisten. Genau, hierfür, für diesen Zahnkranz, haben wir beispielsweise auch spezielle Härteprüfmöglichkeiten bei uns im DTQS, um die Qualität der Artikel auch zu kontrollieren. Und es ist so, dass wir natürlich all diese Produkte und noch viele weitere Anbaukomponenten bei uns im Partnerportal haben und ihr die natürlich bei uns erwerben könnt. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den Produkten, zu Anwendungen, zu Fahrzeugidentifikation etc., dann wendet euch gerne an unseren Helpdesk. Wir haben den Wellendichtring eingebaut mit Spezialwerkzeug, der liegt doch richtig an. Daher macht es mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Spezialwerkzeugen und nicht wild mit einem Schraubendreher oder Dorn. Dann macht ihr meistens so den Wellendichtring mit kaputt und ihr müsst neu machen, beziehungsweise ihr merkt gar nicht, dass ihr ihn kaputt gemacht habt und merkt es ja später, wenn ihr wieder alles auseinanderbauen müsst. Wir haben die Zentrierhülsen für das Schwungrad haben wir schon montiert. Das heißt, wir werden jetzt das Schwungrad anbauen und währenddessen wir das Schwungrad anbauen, erzählen wir euch, auf was ihr zu achten habt. So, das Schwungrad haben wir angesetzt. Jetzt bauen wir alle Schrauben an. Jetzt ziehen wir alle Schrauben in der Reihenfolge, die uns vorgegeben wurde, fahrzeugspezifisch, in diesem Fall mit 60 Newtonmeter an. In der zweiten Stufe müssen die Schrauben mit 135 Grad angezogen werden. Daher haben wir die Schrauben markiert und bringen die in diesem Fall in diese gleiche Fluchtrichtung. Jetzt wischen wir das hier noch einmal vernünftig ab, die Fettfinger noch mal eben ein bisschen weg. Anschließend haben wir hier einen Zentrierdorn, der ist für die Mitnehmerscheibe. Ist wichtig, damit die Mitnehmerscheibe in der richtigen Position sitzt und nicht hier unten runterrutscht beispielsweise. Kevin, kannst du mir die mal eben geben, bitte? Jawohl. Richtig rum? Richtig rum. Ganz wichtig ist, dass ihr die richtig rum ansetzt. Das heißt, die Motorseite auch wirklich zum Motor hin gedreht. Jetzt merkt ihr, die flutscht hier so rauf. Einmal drehen, passt alles. Jetzt bräuchte ich die Kupplung einmal. Hier haben wir uns die Montagehülsen oder Montagebolzen rangesetzt. Hast du? Ja, ich habe. Die setzt man jetzt im Endeffekt hier rüber. Ihr könnt natürlich auch eine Montagehilfe verwenden. In diesem Fall geht das so. Einmal über die Hülsen rüberschieben. Jetzt seht ihr,
die Kupplung sitzt. Wichtig ist jetzt, die Schrauben anziehen oder erstmal ansetzen. Dann wieder überkreuz anziehen, in der vom Hersteller vorgehenden Anzugsreihenfolge mit dem richtigen Drehmoment. Und anschließend, ganz, ganz wichtig, gucken, bevor ihr die richtig stramm anzieht, gucken, ob die hier unten in der Führung richtig drin sitzen, an der Seite, dass sie richtig im Schwungrad anliegen. Und dann schrauben wir die jetzt fest und dann geht's weiter. So, Kupplung sitzt. Hier nochmal ein paar Sachen zur Mitnehmerscheibe. Oftmals ist es so, dass die Mitnehmerscheibe teilweise nicht richtig zentriert ist oder das Getriebe halt hier gegengestoßen wird bei Montage. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das nicht passiert, weil sonst kann eine Umwucht in der Mitnehmerscheibe entstehen. Und zum anderen müsst ihr darauf achten, nur hier fetten, wenn es laut Herstellervorgaben erwünscht ist oder gewollt ist. Ansonsten kann es zu Schwergängigkeiten führen, was auch zu Funktionsstörungen führt. So, hier haben wir einmal die Welle, wo die Mitnehmerscheibe drauf läuft. Das sieht gut aus. Hier vorne die Welle, was ins Blutlager kommt, ist auch noch nicht eingelaufen. Falls es mal eingelaufen ist, beziehungsweise ihr das merkt, bitte einmal nachmessen nach den Fahrzeughersteller-Angaben. Das Ausrücklager, das ist pneumatisch betrieben. Auf dem ersten Bild sieht das gut aus. Das Lager ist in Ordnung. Gummimanschette. Sieht ebenfalls gut aus. Gut, dann machen wir das alles mal sauber. Und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Im Bereich der Kupplung gibt es so viele Fehlerbilder. Ich glaube, da könnte man ein ganzes Buch von schreiben. Von daher gehen wir heute mal auf die häufigsten Fehlerbilder ein, zeigen euch einfach mal, was man so falsch machen kann, worauf man achten muss. Ich würde erstmal anfangen mit der Ausrückmechanik an sich. Bitte, wenn ihr die Kupplung erneuert, bitte immer auf die Ausrückmechanik achten. Ausrücklager, Ausrückgabel, ist da was ausgeschlagen, ist da Fettaustritt etc. Ist irgendwo vielleicht zu viel Fett verwendet an den Führungen, weil das kann zu Schwergängigkeiten führen. Und dann kann man ganz viel an einer Mitnehmerscheibe erkennen, was vielleicht am Fahrzeug oder was auch so nicht richtig läuft. Oftmals sind diese Torsionsdämpfer eingearbeitet, das heißt hier ins Gehäuse. Das heißt, es ist oftmals nicht das Zeichen, dass das Material nicht in Ordnung ist, sondern dass zu viele Schwingungen im Motorbereich entstanden sind. Das heißt, im Antriebsstang sind Gelenke ausgeschlagen oder beispielsweise ein Injektor ist kaputt, dadurch schäkert der Motor etwas zu doll. Dann arbeiten sich die hier ein. Ein anderes Fehlerbild sind hier die, kann man hier erkennen an den Reibflächen. Teilweise sind da thermische Überlastungen, das heißt, es ist hier ein bisschen ausgefranst. Der Belag ist runtergerieben, die Nieten sind ausgeschlagen. Das ist ein anderes Fehlerbild, auch das deutet darauf hin, dass am Fahrzeug was nicht in Ordnung ist. Wie vorhin schon erwähnt, hier Beschädigungen deuten meistens darauf hin, dass das Getriebe hier gegen geknallt ist. Aber da haben wir auch noch ein anderes Fehlerbild. Ich habe auch noch zwei andere weitere Fehlerbilder, die wir abgefilmt haben, die wir jetzt nicht hier liegen haben, aber die würde ich euch jetzt gerne einmal digital zeigen. Eben sind wir schon mal auf die Verzahnung von der Mitnehmerscheibe eingegangen. Hier sieht man ganz eindeutig, dass da irgendwas vom Gegenstück, also von der Getriebeeingangswelle, geschliffen hat. Da auf jeden Fall kontrollieren, woran das gelegen hat, weil das führt auf jeden Fall zu Schwergängigkeiten. Dann haben wir hier nochmal ein Fehlerbild, wo die Druckplatte nicht richtig in der Führung gesessen hat. Das heißt, da wird irgendwas verzogen, der Drehmoment wird wahrscheinlich auch nicht angehalten oder eingehalten. Das sieht man auch an den Schraubenabdrücken, die man hier sieht. Das ist richtig eingearbeitet und verzogen. Da wurde nicht das richtige Drehmoment verwendet, gegebenenfalls, weil es verspannt eingebaut wurde. Und hier haben wir nochmal ein Ausrücklager. Da sieht man jetzt die Führung, die in einem Bereich gebrochen ist. Das deutet darauf hin, dass da irgendwie was verspannt war oder was zwischengesessen hat. Dadurch entstehen natürlich auch Schwergängigkeiten, Funktionsstörungen im Ausrücksystem. Auf jeden Fall erneuern und gucken, warum das gerissen ist. Häufig wird die Kupplung falsch oder gar nicht angelernt. Daher ist es in diesem Fall, wenn die Kupplung erneuert wird, ganz wichtig, dass die Parameter angepasst bzw. erneuert werden bzw. auf den neuesten Stand gebracht werden, damit die Steuergeräte mit den richtigen Werten arbeiten können. Wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch ruhig an so eine Helpdesk. Wir holen jetzt nur eben die Diagnose. Ich baue unten zusammen und dann haben wir schon fast alles, ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.